Hallöchen, es ist wieder Sonntag. Ich hatte ja in dem letzten Frage-Antwort-Video gesagt, wenn ihr wieder fleißig Kommentare schreibt und Fragen, mache ich das nochmal. Und wenn ihr es unter dieses Video wieder ein paar Fragen stellt, dann kommt das nochmal. Dann wird das so eine Art Serie, dass es einmal in der Woche kommt. Ich habe mir hier wieder ein paar Fragen ausgedruckt und gehe die mit euch durch und beantworte die. Möglichst gut. noch was im Voraus. Ich wurde jetzt schon wieder ein paar Mal gefragt, wann denn mal wieder ein Bash-Video kommt. Kein Crawl-Video. Ja, es kam leider schon wieder ein Crawl-Video. Aber meine Basher fahren zurzeit nicht. Ich warte immer noch auf Teile. Ich warte immer noch auf die Antriebswelle vom Granite. Und der Kyoshu braucht ja noch ein Servo. Da warte ich immer noch drauf. Ich hoffe, dass es nächste Woche kommt. Ich hoffe auch, dass das Wetter bis dahin noch so gut ist, wie es jetzt ist. Und ja. So viel dazu. Wir fangen jetzt einfach erstmal an mit der ersten Frage. Und zwar kommt die von Desperado759. Hallo, ich hätte mal eine Frage. Und zwar spiele ich mit dem Gedanken, mir ein RC-Modell zu holen. In meiner Nachbarschaft verkauft jemand einen Ventara Glamis 4 Buggy. Plus 3 Lipos, Ladegerät. Sein Angebot wäre 230 Euro. Der allgemeine Zustand ist noch ziemlich gut, außer ein kleiner oberflächlicher Frontschaden. Ist dieses Angebot gut? Und worauf sollte man bei einem gebrauchten RC achten? Also beim Gebrauchtkauf von RCs achten. Also das Angebot mit den Lipos, wenn es wirklich, ich weiß nicht, was du jetzt meinst mit oberflächlichen Schaden, ich vermute mal, Kratzer oder irgendwas, ist der Preis okay? Also kannst du das guten Gewissens eigentlich kaufen? Man kann ja vielleicht noch ein bisschen handeln. Wie gesagt, sonst der Preis ist eigentlich für dieses Auto okay. Es ist relativ stabiles Auto, ein 2WD-Fahrzeug. Was man achten sollte, also ich kann jetzt nur von mir ausgehen, also ich achte jetzt, wenn ich gebrauchte Wagen kaufe, erstmal auf den allgemeinen Zustand, das ist erstmal sowieso wichtig. Und dann muss man gucken, muss man sich ein bisschen, es gibt ja diverse Gruppen wie unsere, die RC Modellbau bei Facebook, da kann man dann fragen, jetzt zum Beispiel, wenn man, keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal, was nehmen wir denn mal als Beispiel, nehmen wir jetzt mal ein SEX10, ein Axial. Der hat gewisse Schwachstellen und die sollten bei einem Gebrauchten möglichst schon behoben sein. Also es kommt natürlich immer auf den Preis an, aber wenn möglich, sollten die Schwachstellen schon ausgemerzt sein. Oder nehmen wir jetzt mal Traxxas Slash zum Beispiel, der ist ja viel auf dem Gebrauchtmarkt unterwegs. Da sollte man zum Beispiel darauf achten, dass andere Antriebswellen drin sind aus Stahl, dass vielleicht andere Reifen dabei sind. Das ist auf jeden Fall wichtig. Dann gut ist immer, wenn Lipos schon dabei sind oder Ladegerät meinetwegen auch. Ja, wie, das sind so eine Punkte halt, dass man, wenn es schon gebraucht ist, am besten darauf achten, dass die Schwachstellen schon mal ausgemerzt sind. Das ist, finde ich persönlich immer wichtig. Und ansonsten Preise vergleichen. Das ist immer das A und O, das sage ich immer wieder. Viele Leute kaufen Autos für extrem viel Geld, was totaler Schwachsinn ist, wenn man ein bisschen Preise vergleicht, kommt man da immer zu einem Schnäppchen. Ist einfach so. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Kommen wir zur nächsten Frage von Marius von Spessart RC Frage für Part 4. Warum liebst du Huddle nicht? Wie groß ist dein Bizeps? Bist du sicher, dass man dich noch erkennt, wenn du im Wald stehst? Okay, also zum ersten Part, warum ich Hatteln nicht liebe, weil ich Benny mehr liebe. So, Punkt 1. Wie groß ist dein Bizeps? Boah, keine Ahnung, ich habe in letzter Zeit extrem abgebaut. Ich weiß es nicht, ich habe es auch nicht hier zum Messen. Keine Ahnung, ich kann jetzt auch nicht in der Kamera halten, das funktioniert nicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. 39, irgendwas, keine Ahnung, weiß ich nicht, weiß ich echt nicht, keine Ahnung. Ja, ich kann dir nachher mal ein Bild schicken, wenn du da so fixiert bist drauf. bist du sicher, dass man dich noch erkennt, wenn man dich hier weit steht?
Ich bin ein bisschen gestutzt, aber ich denke schon. So viel dazu. Spinner, ey. So, nächste Frage von Andreas Scheier. Ja, Scheier. Was hast du als nächstes Projekt oder Auto vor? Gruß an die Aufkleber, wird mich auch nehmen. Aufkleber, da komme ich später zu, weil hier unten ist noch eine Frage wegen Aufkleber. Als nächstes Projekt, tja, das ist bei mir immer schwierig. Ich nehme mir eigentlich immer Projekte vor, aber werfe die dann viele davon wieder über den Haufen. Als nächstes habe ich eigentlich vor, mein SCX-10 umzubauen. Dazu aber vielleicht im Video mehr dann später, weil ich weiß noch nicht genau, wie ich da so preislich liege. Da muss ich mich noch ein bisschen schlau machen. Sonst, ich mache das eher spontan. Also es ist bei mir einfach so, ich mache das eher spontan, auf was ich gerade Bock habe. Also so richtig einen Plan habe ich eigentlich nie, bin ich ganz ehrlich. Ich mache das alles aus dem Bauch heraus, mehr oder weniger. Immer noch ein Schlückchen, heute kein Kaffee, heute gibt es Monster. Maxibau03 schreibt, hi, finde dich sehr cool. Ich wollte wissen, was du für Einsteigerautos empfiehlst. Würdest, was? Ach so, was du als Einsteigerautos empfehlen würdest und was du selber fährst. Liebe Grüße, wäre nett, wenn du das beantwortest. Ja, da bist du. Dass du mich cool findest, schon mal einen Daumen hoch dafür. Dankeschön. Einsteigerautos. Ja, es wird auch so eine schwierige Frage. Einsteigerautos, das ist immer eine Geld- und eine Glaubensfrage, sag ich mal so. Weil es gibt halt Leute, die stehen mehr auf Brushes, es gibt Leute, die stehen mehr auf Nitro. Als Nitro-Einsteiger wird hier immer der Rex empfohlen. Und ja, im Prinzip, als wirklich als allererstes Auto, wenn man da reinschnuppern will, kann man echt bei Konrad gucken. Es ist einfach so, der Rex, was kostet der ohne Stotter, Setter, irgendwie 150 Euro oder sowas. Das kann man machen. Als Brushless, also wenn man es, also Elektro muss ja nicht unbedingt Brushless sein. Also ich habe, mein erster war ja, also mein, ja, was war denn mein erster? Das war auch ein Konrad-Auto. Scheiße. Ja, das ist schwierig. Also, das ist, es kommt drauf an, wenn man jetzt wirklich wenig bezahlen will, ist man bei Konrad eigentlich ganz gut. Aber wenn man was haben möchte, was dauerhaft auch halten soll, sollte man halt ein bisschen tiefer in die Tasche greifen oder halt Gebrauchtmarkt, wie wir das oben schon hatten. Ich habe ja dann damals mir den Slash gekauft, da ist ziemlich viel Geld reingeflossen, aber ja, war halt ein relativ gutes, stabiles Auto. Was ich selber fahre, ja, also alles, was ich fahre, seht ihr ja in meinen Videos. Zurzeit steht hier ein Kyosho Inferno Umbau, ein Granite BX und zwei SEX-10s und ein Mission D Drifter und ein Trailer. Und ja, das war's bei mir eigentlich zurzeit. So, nächste, RC-Freak 2603. Hi, cooles Video. Meine Frage, wie viele Autos hast du? Willst du nicht mal fliegen mit einer Drohne oder so? Also Autos habe ich zurzeit 1, 2, 3, 4, 5. 5 Autos zurzeit. Ja, mit einer Drohne fliegen ist schwierig. Ich denke, du meinst Quadrocopter. Hab ich vor, habe ich ehrlich vor, aber ich bin mir nicht sicher. Also ich habe eigentlich Bock, eine große, also so DJI Phantom mäßig, aber nur zum Reinschnuppern ist mir das zu teuer irgendwie. Ich weiß nicht, ich bin mir echt unsicher. Es wird auf jeden Fall irgendwann kommen, aber wann, das kann ich nicht sagen. Das kann ich echt nicht sagen. So, nächste Frage. RC Bros 33. Hi, cooles Video. Ich würde auch gerne Sticker haben. Jetzt kommen wir mal zu der Sticker-Frage. Also, ich habe echt, ehrlich gesagt, keine Ahnung, wie ich das machen soll.
Ich weiß es nicht, wie ich das bewerkstelligen soll. Ich kann ja schlecht jedem meine Adresse geben, meine private Adresse. Das funktioniert einfach nicht. Ich werde mir da auf jeden Fall was einfallen lassen. Am besten, ihr macht das so. Die, die Interesse haben jetzt an solchen Stickern. Habe ich jetzt einen hier? Nee. Moment. Ich habe hier auf meiner Box einen drauf. Wer Interesse hat an so einem Sticker, der soll einfach mal mich bei Facebook adden und mich anschreiben auf meiner Fanpage. Link ist in der Videobeschreibung. Wo ist denn die Kamera hier? Link ist in der Videobeschreibung. Schaut da einfach mal oder sucht einfach nach der German OC Channel, schreibt mich an und sagt mir, wie viel und ja, dann redet man da mal drüber und dann gucken wir mal, wie wir uns da einigen. Ich habe echt keine Ahnung, wie ich das machen soll, preislich alleine schon nicht. Ja, keine Ahnung, müsst ihr mich einfach mal anschreiben und dann kriegen wir das irgendwie auf jeden Fall in der Reihe. Ja. So viel dazu. Dann eine Frage vom lieben Laser. Multikulti Laser CS. Moin, moin. Hab auch eine Frage. Bist du zufrieden mit der GoPro? Wenn ja, warum? So, und jetzt müssen wir mal weit ausholen. Also, zufrieden bin ich. Zu, sagen wir mal, 99%. Ja, sagen wir mal 90%. Warum? Ja, also auf jeden Fall spricht für die GoPro die Tonqualität. Ja, das ist gerade mit der GoPro aufgenommen. Die Bildqualität ist mega. Der Ton ist mega. Ein paar Dinge natürlich sind nicht so toll, wie zum Beispiel die Akkulaufzeit ist nicht so prall. Deswegen habe ich ja noch so eine Zweitakkus mir gekauft gehabt. Der Preis ist natürlich nicht so cool, ne? Wo man aber auch sagen muss, der Preis ist zwar hoch, aber der Wiederverkaufswert ist natürlich auch hoch, weil die GoPros sind echt wertstabil. Ja, man hat im Gegensatz zu anderen Cams hat man halt den riesen Vorteil, dass GoPro an Zubehör wirklich en masse verfügbar ist. Direkt von GoPro selber, von diversen Drittfirmen. Ich habe ja selber auch teilweise Zubehör, was aus dem 3D-Drucker ist, von irgendwelchen Privatleuten, die das dann bei eBay verkaufen für ein Appel und ein Ei. Und das macht die GoPro halt auch attraktiv, weil irgendwie ist das Zubehör bei der GoPro billiger, weil es halt extrem viele Anbieter gibt. Das ist einfach so. Das ist bei der Sony jetzt zum Beispiel nicht so gewesen. Bei der Sony oder bei der Cam One hat man erstens mal nicht so viel Zubehör und zweitens mal, wenn, ist es extrem teuer. Die GoPro, was vielleicht noch ein Nachteil ist bei der GoPro, ist, dass sie durch die 4K-Auflösung und die hohe Bitrate und die hohen FPS-Zahlen eine extra Speicherkarte braucht. Also die meisten werden so eine schnelle nicht haben. Also man braucht so mindestens 80 MB Speed. Das ist dann so die so eine ScanDisk Extreme Plus. Von da an aufwärts. Das sollte man schon haben, sonst hat man ein paar Bildfehler und sowas und das ist halt nicht so toll. Ja, aber ansonsten ist die Cam, die ist extrem robust. Muss man einfach sagen, dann ich habe jetzt hier zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das seht, mein Unterwassergehäuse, das hat schon extrem viele Schläge abbekommen. Hier ist, das ist Aluminium hier, der Rand, hier ist schon die Farbe ab und alles. Also sie hat schon ordentlich gelitten. Und das Geile bei der GoPro ist halt, die zieht halt einfach durch. Also ich bin mit Cam, ich glaube, was waren das? 10 Meter, so eine Böschung runtergekullert. Die hat eiskalt weitergefilmt. Das interessiert die Kamera überhaupt nicht. Das Gehäuse ist so stabil gemacht, dass der Cam da überhaupt nichts passiert. Wie gesagt, die Möglichkeiten, die ihr bei einer GoPro habt, habt ihr halt bei keiner anderen Action-Cam. Es ist einfach so. Viele wissen ja, ich habe selber lange damit gehadert, mir eine GoPro zu holen. Aber irgendwann hat man an sich und an seinen Videos so eine Ansprüche, dass man halt an einer GoPro halt irgendwann nicht mehr vorbeikommt. Bei mir ist es ja noch der Punkt, ich benutze meine GoPro ja nicht nur für Actionaufnahmen, weil dafür wäre sie mir viel zu teuer gewesen. Nur für ein paar Onboard-Aufnahmen wäre mir das schlicht und weg einfach viel zu teuer gewesen. Ich benutze die GoPro ja auch als Camcorder, wie Sie es hier seht. Ich benutze sie für Tischvideos, ich benutze sie
für Onboard-Videos, für auf dem Stativ, für feste Videos, für Beweg, also jetzt auf einer GoPro, Action-Videos, sage ich es einfach mal. Ich benutze sie eigentlich für alles, benutze sie auch privat viel. Und das sind halt alles so eine Sachen, da rentiert sich der Preis irgendwann wieder, weil man muss auch so sehen, die GoPro ist ja auch zukunftssicher, sage ich es mal, weil sie kann 4K, also vollwertiges 4K in 30 FPS auflösen und somit habt ihr die nächsten 4 Jahre, oder ich sage jetzt mal übertrieben, ich sage 4 Jahre auf jeden Fall Ruhe und seid halt auf der sicheren Seite, wenn man das so sieht. Ich hoffe, das reicht dir soweit. Mit der GoPro, ja, das ist halt so mein Warum, sage ich mal. Kurz und knapp. So, wir sind durch. Ich nehme noch ein Schlückchen. Ich rede mir den Mund ganz trocken. Was wollte ich sagen? Was wollte ich jetzt sagen? Verdammt! Ach so, ja. Wenn ihr noch Fragen habt, wie immer unter dieses Video hier, dann kommt nächste Woche Sonntag wieder so ein Video. Ich würde mich freuen, es macht mir auf jeden Fall Spaß, es ist mal ein bisschen was anderes. Und jetzt kommen, ich hoffe, dass nächste Woche meine Teile kommen, da kommen auch wieder ein paar Modell-Videos, halt nicht nur Crawler-Videos. Ich kann mir das schon vorstellen, dass das manche Leute nicht so pralle finden, aber ich habe halt keine Möglichkeit. Ist besser als gar kein Video, hoffe ich, dass ihr das so seht. Tja, ich werde dann ein Unboxing machen. Ich werde das vom Granite sicherlich auch filmen, wie ich den repariere. Das ist ja bloß die Antriebswelle. Und dann werden auch wieder ein paar Bash-Videos kommen, solange das Wetter mitspielt. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende oder restliches Wochenende. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.